Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 10. Wir befinden uns auf dem Weg zur... Ui, da ist jemand müde. Auch noch direkt zu der verfluchten Ruine, wo Rhonda zum Paladin aufsteigen kann. Die haben wir nämlich nicht ganz beendet. Da wollen wir uns jetzt heute mal ranwagen. Dann kann ich endlich auch Großmeister im Schwert werden. Und den Lichtmagier bald. So, etwas Licht bitte. Einmal das. So, ich glaube, die Ebene haben wir komplett zu Ende erforscht. Full of treasures, untouched for 5 centuries. My radar sense is tingling. Tingelingeling. Something is coming your way. Be ready. Shantiri Steinscheibe. Die haben wir ja auch voll komplett bekommen. Das war beim letzten Mal auch noch nicht so. So, hier kennen wir uns noch nicht so aus. Hier war es das letzte Mal etwas schwierig. Jede Menge Gas. Okay, wir können nicht zurück mehr. Wir nehmen den Elite-Gas zuerst, würde ich sagen. Rüstung runter. Gegen Gift steht da. Testen es trotzdem. Sehr gut. Und einmal regenerieren. Widerstanden. Okay. Jetzt machen wir direkt drauf. Ja komm, einfach drauf. Wir sind ordentlich stark genug. Okay, das ist schlecht, was da gerade passiert. Das ist ganz schlecht. Wir sollten mal heilen. Gruppe heilen wollen wir nicht. Okay, eine normale Heilung. Nee. Machen wir natürlich nicht. Dann schlag mal zu. Rüstung. Okay, jetzt werden wir auch noch von der Seite angegriffen. Das ist schlecht. Regenerieren reicht nicht aus. Verflucht. Der kann auch noch betäuben. They're attacking from the side. I see that. Grrr. Geschwächt, okay. Steinhaut. Geschwächt gefällt mir nicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall vor Betäubung schützen erstmal. Das ist sonst zu risikohaft. Ach du je, sind das viele. Und jetzt gleich haben sie mich von 3 Stellen. Das passt mir hier alles gar nicht. So, er ist wieder da. Good job. Problem ist, er hat nicht viel Energie. Genau. Das mal. Völlig viel Schaden. Nicht schlecht. So, du bist geschwächt noch. Das ist blöd. Also machen wir Schwäche weg. Du hast nicht genügend Mana. Das ist schlecht. Ja, super. Super duper. Gott. Nicht zu viel. Das ist nicht gut hier. Das ist gar nicht gut. Der da muss weg. Der macht die ganze Zeit doppelten Schaden gerade. Oder? Ja, doppelter Schaden, sobald unter 50. Scheiß auf geschwächt. Wir müssen da schnell töten. Genau, schnell töten. Der ist auch ein Problem. Schnell töten. Ja, lustig. So, regenerieren. Du wirst jetzt mal ein paar Pünktlein nicht bekommen. Wir müssen ohne ihn weitermachen. Wir müssen ein paar weniger haben hier. Weniger Schaden. Könnte es noch klappen. Ich habe natürlich auch wieder länger nicht gesaved. So, du hast
fast nicht mehr viel. Nimm mal neu. Dann töten wir diesen Mistkerl da. Der immer noch Rüstungsschutz hat, wie ich sehe. Nämlich Rüstung. So. Regenerieren ist drin. Steinhaut. So. Nämlich Rüstung. Regenerieren. Du wirst jetzt mal wiederbeleben, den Chojin. Ich hoffe, dass das halbwegs irgendwas bringen wird. Oder sehr wahrscheinlich wird er direkt wieder sterben. So, jetzt haben wir nur mal von drei Seiten. Und ich würde sagen, wir machen bei euch, weil ihr uns betäuben könnt. Ja, I know. Aber was sollen wir tun? Können wir jetzt nicht ändern. Sehr gut. Rüstungsschutz runter. Boah, 205. Nice. Mana neues. Wieder Schaden nehmen. Neuen Damm. Neues regenerieren. So, du machst auf jeden Fall bei denen schon mal den... Ah, der hat nur mal die Hälfte. Wir müssen uns um den kümmern. Schattenumhang. Kein Mana mehr. Sehr gut. Eine neue Rüstung. Drauf da. Der muss sterben. Kein Mana mehr. Stirb. Sehr gut. Den haben wir. Sagen wir, machen ihn. Sehr gut. So ist es. Immun. Dann einfach drauf, würde ich sagen. Einfach drauf. Puh. Ja, ich habe auch gesehen gehabt, wir haben wieder genügend, um Yasat mal zu besuchen, weil wir 40 Kreaturen im Bestiarium erforscht haben. Großmeister Arcana Disziplin müssen wir einen Monat warten. Okay. So, wir sollten alle mal resten. Sehr gut. Was ist bei dir kaputt? Der Schild. Ja, das wirst du irgendwie überlegen. Quick Save. Nicht vergessen dieses Mal. So, da hinten ist irgendein Geisterle. Ich vermute, die Türen werden aufgehen und dann habe ich noch einen mehr. Hallo? Nein! Gespenst! Der Geist spricht zu euch in einer mysteriösen Sprache. Ihr versteht kein Wort davon, aber der Tonfall ist ganz eindeutig fragend. Verzeiht, wir beherrschen die alte Sprache nicht. Ja! Don't we have better things to do? Beförderung zum Paladin. Ui. Der Geist schwebt um euch herum und begutachtet euch. Der Anflug eines traurigen Lächelns erscheint auf seinem Frauengesicht. Der Geist hebt einen unstofflichen Arm und zeigt auf einen Steinaltar in der Nähe. Ein kreisförmiges Loch in der ist in eine Seite gemeißelt. Ihr begreift, dass etwas darin fehlt. Der Geist nickt bedächtig. Ja, unsere Scheibe. Wo ist die? Nix. Sterben. Können wir ihm die Steinscheibe nicht geben. Wir müssen noch irgendwas anderes haben, glaube ich. Die Tür öffnet sich von anderswo. Können wir vielleicht von hier da dran interagieren. Die Shatiri-Steinscheibe. Irgendwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Aha. Erstmal das Licht. Keiner zu sein. Eine Notiz. Ihr haltet blutbefleckte Seite 4 von 4. Finde Hinweise zu dem vermissten Reliquie. Aber wir können sie nicht lesen. Moment. Wissen. Ja, da fehlen uns immer noch die 5.
6, 7, 8, 9 Bücher fehlen uns. Sind die einzelnen andere Bücher? Nö. Nicht dabei. Alle Feinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puh, es fehlen noch viele Gegner, die wir noch nicht gefunden haben im Spiel. Boah, das ist doch noch einiges. Der Schlechter. So. Okay, vielleicht müssen wir jetzt wieder zum Geist zurück. Aber wir schauen uns natürlich noch weiter um, ob hier nicht noch irgendwo noch was rumfliegt. Okay. Hinter uns. Das ist nicht gut. Würde ich sagen, machen wir aber hier weiter. Dass wahrscheinlich eine von denen gleich ranrücken wird. Also, wir brauchen noch mehr Schutz auf jeden Fall. Das freut mich. Verfehlt, das ist schon mal schlecht. Regenerieren. Gelähmt. Trotz des hohen Schutzes. 10. 7. Dann machen wir nochmal eine Dunkel. Nochmal plus 19. Rette mal die Lähmung hier. So. Eine Steinhaut. Rein. Nein, no. So, Rüstungsschutz runter. Zwei Schreckgespenste. Widerstand. Super. Aber ich glaube, das Beste ist, wir bringen sie schnell down. Okay, also mit Magie kann ich da nichts machen. Deswegen müssen wir bei ihm irgendwas anderes machen. Qual, klappt auch nicht. Zauber gegen Lähmung. Habe ich sowas nicht? Hab doch eben ein paar neue Zauber gekauft. Du rettest jetzt mal sie. Sie kann wieder neu regenerieren machen. Und schon mehr. Ja, rette mal ihn, damit wir einen Rüstungsschutz runterkriegen. Das draufhauen. Mana mehr. Sehr gut. Ein Fechtdolz. Auch kein Schwein. Resten. Was habt ihr hier drin versteckt? Oh, was war das? Something is coming our way. Oh, Leander! Ich sein Special Mega Boss Monster. Okay.
Leander. Kleiner Bosskampf. Bam. Bam. Und Start. Okay, er hat... Er kann zaubern. Verflucht. Das heißt so von Explosion. Kann wir ihm nicht so was wegmachen? Haben wir da nicht sowas? Negative Hand war das irgendwie. Ne, können wir nicht. Schade. Da. Echo. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, du machst mal Qual. Ah, das ist ja immun gegen Mistkerl. Das tut doch weh. Okay, wir machen einmal hier diesen Gruppenheilzauber. Und weg ist er. Und er hat ein paar Priesterhandschuhe gehabt. Na toll. Wow. Thanks. Keine Geheimgänge. Eine weitere blutbefleckte Seite. Ah, ich muss erst alle haben. Ich dachte, ich hätte alle. 3 von 4. Das heißt also, irgendwo muss noch eine sein. Was? Gegner? Wo? F5. Licht. So wie es aussieht, war das eine Druckplatte. Mit der irgendwas geöffnet haben. Da war der Geist. Wo? Wo ist was? Ah, hier. Mit einem Zauber. Wieder eine Druckplatte. Pulsierende weiße Flüssigkeit. Das ist Luftmagie. Was haben wir hier? Gelbe Flüssigkeit. Licht. Luft und Licht. So. Licht recht hoch, Luft auch. Okay. Oh, das ist sie. War zwar nicht mal ein bisschen stärker als da. Hat der Schalter jetzt gemacht? Wir haben 2 Schalter gedrückt. Vielleicht sitzt eine von den Türen da auf. Nein, die nicht. Ah, da ist aufgegangen. Und da können wir bestimmt die Tür auf der anderen Seite öffnen. Okay, enemies ahead. Welcome. Ein normaler Gast. Sollte nicht das Problem sein. So, nachrücken bitte. Wollen sie noch nicht. Oh, spannende Rüstung, Schutz runter. Ich Opfer. Okay, fangen wir mit dem Skelett-Speerwerfer an. Elite-Skelett-Speerwerfer. Nicht gut, hat mich betäubt. Nee, geschwächt. So, den haben wir. So, Elite-Schreckgespenst, du wirst denn... Obwohl, der macht den doppelten Schaden, ne? Ja, geht jetzt nicht. Geht jetzt nicht.
nochmal eine Inklusion bei ihr. Da widersteht sie auf jeden Fall. Ja, wir müssen den jetzt erstmal töten. So. Normales und ein richtiges Schreckgespenst. Widerstanden. Treffer. Treffer und versenkt. Ah, Lähmung hat noch nicht geklappt. Qual klappt nicht. Mist. Und einer versteinert. Also hier brauchen wir bald mal wieder, wenn mehr Wasser fließt. Eins ist weg. Sollten, damit er noch Erfahrungspunkte kriegt, mal wieder regenerieren. I don't have the strength to do that. Kein Mana mehr. Sorry. Kein Mana mehr. So, die hätten wir auch. Der ist geschwächt. Ein Schwächungstrank. Ein weiteres Buch. Eins der 9 Bücher, die uns fehlen. Sehr schön. Oh, und da war gerade noch eine Seite. So, alle zusammen. Blutbefleckte Seite 1 von 4. Wieso schreibt er 1 von 4? 3 von 4, 4 von 4. Ah, okay, wir haben 3 Seiten gefunden. Darum dachte ich eben, wir hätten alle, wo 4 von 4 kam. Das ist einfach nur die 4. Seite. Das heißt, uns fehlt immer noch eine irgendwo. Und wir haben ein neues Buch gefunden. Der Drache von Katal, ein beliebtes Volksmärchen, zusammengestellt von Umberto. In den Jahren des Friedens, die lange unter dem Schnee von Dutzenden mal Dutzend Jahreszeiten begraben waren, hatten die Männer und Frauen die Achtung vergessen, die sie den Drachen schuldeten. Der Winter nahte in Katal und die Tochter eines Bauern kam ins Dorf gelaufen. Schafe wurden vermisst und sie glaubte an das Werk einer wilden Bestie. Untersuchungen folgten und der Schuldige wurde gefunden. Es war ein Drache und tatsächlich war er 3-mal am Tag in den Bergen zu sehen. Funken, die auf seinen Schuppen sprühten und gar prächtig anzusehen. Dennoch fürchteten sich die Leute und es blieb die Frage nach dem Schafen. Der Winter nahte und wenn Wolle fehlte, würde die Kälte schneidend sein, ganz zu schweigen vom Hammel und vom frischen Lamm, wenn der Winter den Frühling wich. Die Dorfbewohner verfluchten diesen Schafe, fressenden Drachen, diesen lästigen Bären mit windigen Schwingen. Sie setzten eine Belohnung von 700 Goldstücken aus und aus allen Gegenden Aschans tauchten Ritter und Jäger auf. 700 hier, 277.000, naja egal. Trotz ihres Mutes und ihrer Geschicklichkeit entzog sich der Drache ihrer Suche. Da ihre Verpflegung und Unterkunft nicht kostenlos war, fingen die Helden an zu murren. Die Bewohner von Katal hätten eine List angewandt, um fremdes Geld in ihr Dorf zu locken. Kurz bevor die Schwerter gezogen wurden, um ein schönes Dorf zu plündern, ließ sich hinter dem Horizont ein schadenfrohes Brüllen vornehmen. Der Drache flog in wütenden Kreisen über der kleinen Ortschaft und stieß dann herab, um sich ein Pferd zu holen, ein sehr viel schmackhafteres Gericht als Schafe. Als die Helden sich gefasst hatten, eilten sie der fliegenden Bestie hinterher, doch der Einbruch der Nacht nötigte sie, wieder in ihre teuren Betten zurückzukehren. Nun davon überzeugt, dass die Geschichten stimmten und es sich nicht um eine geschäftstüchtige Farce handelte, verdoppelten sie ihre Bemühungen und der Drache wurde zu einer Legende. Schon bald blühten die Geschäfte in Katal, da immer mehr Helden in die Stadt kamen, um den so schwer zu fassenden und pferdefressenden Drachen zu finden und sie alle Proviant und Ausrüstung brauchten, um in der feindseligen Wildnis bestehen zu können. Schon bald wurde der Verlust des einen oder anderen Schafes als der Anteil des Drachens am Kuchen betrachtet. Der Bauer verdiente das Doppelte für Milch und Eier und die Dorfbewohner wurden alle vermögend. Es kam so weit, dass jemand sagte, was wird nur aus uns, wenn sie den Drachen eines Tages töten? Also machte sich Lilly mit einem Schutzzauber auf, der den Drachen vor verirrten Pfeilen und rostigen Speeren schützen sollte. Und wo Dutzende von Helden versagt hatten, fand sie die Bestie mühelos, da sie gerade an einem Bach Wasser trank. Der Drache wandte sich ihr zu und sprach zu ihr.
Seid ihr gekommen, um mich zu töten, holde Maid? Nein, edle Kreatur, ich wollte nur einen Schutzzauber auf eure Schuppen wirken. Wart nicht ihr es, die all die Jäger hergeholt haben, mein Leben zu beenden? Das war ich, und ich bereue es. Oder vielmehr habt ihr unseren Lebensunterhalt verspeist. Aber dank euch haben wir nun eine lohnendere Art zu leben gefunden. Zu Lilis großer Überraschung verwandelte sich der Drache in einen Mann. Er gab sich als gestaltwandelnder Magier zu erkennen, zwinkerte und nahm die Maid bei der Hand. Bewahrt mein Geheimnis, dann bewahre ich eures. Kartal wuchs und gedieh und brachte schon bald kein Kopfgeld mehr für einen Drachen, um Reisende in seine Mauern zu locken. Doch wenn ihr die Bewohner von Kartal fragt, ob es jemals einen Drachen gegeben hat, werden sie schwören, dass es immer noch einen gibt. Mhm. Ja, wir haben ja einen Drachen getötet bisher. Ja, würde ich sagen, eine gute Stelle für einen Break. Und dann suchen wir die letzte Scheibe gleich mal auf. Bis demnächst, euer Chojin.